Deutschlandfunk Kultur. Johann Sebastian Bach gehöre zu einem Geschlechte, welchem Liebe und Geschicklichkeit zur Musik gleichsam als ein Geschenk von der Natur mitgeteilt zu sein scheinen. So viel ist gewiss, dass von Veit Bach, dem Stammvater dieses Geschlechts, an alle seine Nachkommen nun sogar schon bis ins siebente Glied der Musik ergeben gewesen, auch alle Profession davon gemacht haben. Dieser Veit war im 16. Jahrhundert wegen seiner lutherischen Religion aus Ungarn vertrieben worden und hatte sich nachher in Thüringen niedergelassen. Viele seiner Nachkommen haben auch in dieser Provinz ihren Aufenthalt gefunden. Unter vielen vom bachischen Geschlechte, welche sich vor unserem Johann Sebastian hervorgetan haben, sind folgende wegen ihrer Komposition merkwürdig. Erstens Heinrich Bach, ein im Jahr 1692 verstorbener Organist in Arnstadt, sowie zweitens und drittens dessen beide Söhne, Johann Christoph, Hof- und Stadtorganist in Eisenach, welcher 1703 verstorben, und Johann Michael, Organist und Stadtschreiber im Amte Gehren. Von allen diesen hat man Arbeiten in Händen, welche von der Stärke ihrer Verfasser sowohl in der Vokal- als Instrumentalkomposition hinlänglich zeugen. Besonders ist besagter Johann Christoph in Erfindung schöner Gedanken sowohl als im Ausdrucke der Worte stark gewesen. Er setzte, so viel es der damalige Geschmack erlaubte, nämlich sowohl galant und singend, als auch ungemein vollstimmig. Auf der Orgel und im Klaviere hat er niemals mit weniger als 5 notwendigen Stimmen gespielt. Es würde zu verwundern sein, dass so brave Männer außerhalb ihres Vaterlandes so wenig bekannt geworden, wenn man nicht bedächte, dass diese ehrlichen Thüringer mit ihrem Vaterlande und ihrem Stande so zufrieden waren, dass sie sich nicht einmal wagen wollten, andernorts ihrem Glücke nachzugehen. Sie zogen den Beifall einer Menge treuherziger Landsleute, andern noch ungewissen Lobeserhebungen, weniger vielleicht sogar neidischer Ausländer, stets mit Vergnügen vor. Große, warme, ja berührende Worte fand hier Karl Philipp Emanuel, der zweitälteste Sohn Johann Sebastian Bachs, als er 1753 daran ging, einen umfangreichen Nachruf auf seinen 3 Jahre zuvor verstorbenen Vater zu verfassen. Und da erschien es ihm als ungemein wichtig, gleich in der Einleitung grundsätzlich festzustellen, dass das unglaubliche Talent seines Vaters eine Vorgeschichte hatte. Ja, Sebastian Bach, so groß und unerreicht er auch gewesen sein mag, eben auch ein weiteres Glied in einer langen Kette von Komponisten namens Bach gewesen war. Und die begann mit einem Religionsflüchtling, dem Lutheraner Veit Bach, der Ende des 16. Jahrhunderts vor den Gräueln der Gegenreformation aus der Gegend um Pressburg nach Thüringen floh und sich hier als Bäcker und Müller im Dorf Wechmar niederließ. Veit war ein passionierter Lautenspieler und Musikant. Seine Kinder und Kindeskinder machten diese Passion zu ihrem Beruf.
Ja, binnen dreier Generationen übernahmen die Nachkommen des 1601 verstorbenen Bäckermeisters regelrecht inflationär die attraktivsten Musikerämter Thüringens. Ob es nun die schwarzburgischen Städte Arnstadt und Gehren, das kurmainzische Erfurt samt umliegender Dorfschaften, das stolze Eisenach, Ohrdruf oder gar das fränkische Schweinfurt war, überall gaben sich Generationen von Bächen als fleißige Kantoren, virtuose Organisten und umtriebige Stadtpfeifer nun gewissermaßen die Klinke in die Hand. Ja, mancherorts wurde die Bach-Familie derart synonym für den Musikerberuf an sich, dass man beispielsweise in Erfurt nicht mehr von den Stadtpfeifern und den Kunstgeigern sprach, wenn von den örtlichen Musikern die Rede war, sondern nur mehr von den Bachen. Von den dutzenden Musikern, die als Komponisten schon vor Johann Sebastian dem Familiennamen Ehre gemacht hatten, kehrt Emanuel Bach besonders einen heraus: den Eisenacher Hof- und Stadtorganisten Johann Christoph Bach, geboren 1642, gestorben 1703. Und das geschah nicht aus einer Laune heraus. Nein, mehrfach in seinem Leben geriet Emanuel Bach ins Schwärmen und Staunen, wenn er auf die Werke des Cousins seines Großvaters zu sprechen kam. Von seinem vollstimmigen, singenden Satz gibt eine Sterbemotette, der Gerechte, ob er gleich zu zeitig stirbt, ein beredtes Zeugnis ab. In dieser vor 70 und etlichen Jahren von ihm gesetzten Motette hat der Selige außer anderen artigen Einfällen schon das Herz, die übermäßige Sechste zu gebrauchen. Johann Christoph wurde 1642 in Arnstadt als Sohn des örtlichen Organisten Heinrich Bach geboren. 1662 übernahm er hier das wenig einträgliche Organistenamt in der gerade fertiggestellten Schlosskapelle. Schon damals muss sein Ruf als außergewöhnlicher Orgelvirtuose weit über Arnstadt hinaus geschallt haben. Jedenfalls konnte er schon 1665 auf eine wesentlich exponiertere Stelle wechseln. Er wurde Stadt- und Hoforganist im westthüringischen Eisenach. Ein Amt, das er bis zu seinem Tod ausfüllen sollte, auch wenn er die Wahl seiner Lebensstelle gelegentlich bereut haben mag. Wohl ehrenfeste Herren Bürgermeister und Rat, ich kann nicht vorbei, Ihnen meinen itzigen Notstand wehmütig vorzustellen, in der Hoffnung, Sie werden mir auch gebührende Hilfe widerfahren lassen. Es ist nämlich denselben bekannt, dass ich die Zeit über, da ich allhier in Diensten gewesen, welches nunmehr 27 Jahre sind, vielmals flehend angehalten, dass Sie mir künftighin ohne vielfältiges Anmahnen mein Salär liefern mögen. Denn ich habe bisher, wenn ein Quartal fällig gewesen, nach diesem Gelde so oft schicken müssen, dass ich mich geschämet. Wohl ehrenfeste Herren, geruhen auch mir eine einzige weitere Bitte, so ich schon lange geäußert, endlich zu gewähren, nämlich mich mit einer freien Wohnung zu versorgen, weil ich sonst nicht weiß, wie ich mich mit meinen Kindern behelfen und fortbringen soll. Ich habe untertäniges Vertrauen, Sie werden mein Bitten nicht ablehnen, sondern mich mit förderlicher Resolution versehen, damit ich in meinem höchsten Notstand und bei itzigen schweren Zeiten nicht gar vollends eingehen werde. Dass Christoph Bach trotz vieler in den Eisenacher Akten laut werdenden Sorgen um steigende Mieten, Teuerung und ein Gehalt, das in seinen Augen immer zu niedrig war, dennoch bis zu seinem Lebensende in Eisenach blieb, hing freilich auch damit zusammen, dass die Stelle eben doch eine der attraktivsten in Thüringen war.
Als Amtsinhaber stand ihm das Recht zu, sein Grundgehalt durch die Bespielung aller örtlichen Brautmessen und Begräbnisfeiern wesentlich aufzubessern. Eine Möglichkeit, von der Christoph Bach offenbar vielfach Gebrauch machte. Zumindest finden sich unter seinen wenigen überlieferten Vokalwerken einige Begräbnisgesänge, allesamt Werke von betörender Schönheit, die in ihrer augenscheinlichen Schlichtheit wahrhaft unter die Haut gehen. Mit Weinen hebt sich's an, mit Weinen hebt sich's an, dies jammervolle Leben, dies jammervolle Leben. Es muss das kleinste Kind, es muss das kleinste Kind, der bittend Tränen schall sich weinend untergeben. Ehe es sich noch besinnt, ehe es sich noch besinnt, wenn's kaum geboren ist, so höret man doch schon, so höret man doch schon, dass sich bei ihm erhöht der schmerzenvolle Ton, der schmerzenvolle. Trotz mancher Reibereien mit der Eisenacher Obrigkeit verlief Christoph Bachs Familienleben augenscheinlich in ruhigen Bahnen. 1667 heiratete er die Tochter eines Arnstädter Bürgers. Aus der Ehe gingen 7 Kinder hervor. Alle 4 Söhne wurden selbstverständlich Organisten, unter ihnen der später berühmte sogenannte Jenaer Bach, Johann Niklaus. Als der seinerseits 1704, ein Jahr nach dem Tod seines Vaters, erstmals um eine Organistenstelle anhielt, es handelte sich um diejenige der Jenaer Universitätskirche, stand ihm der nachmals berühmte Jenaer Philosophieprofessor Johann Jakob Syrbius mit einem Empfehlungsschreiben zur Seite. Darin begründete der Gelehrte die Eignung des jungen Kandidaten vor allem mit den großen Meriten, die sein seliger Vater in der musikalischen Welt erworben hatte. Und die müssen außergewöhnlich gewesen sein. Es ist der junge Herr Bach, ein sehr fundamentaler Organist, der nach den allersolidesten und auch neuesten Prinzipien von seinem seligen Vater unterrichtet worden, welche ein recht Mirakel von einem Organisten war und deswegen von dem berühmten Pachelbel, Organisten zu Nürnberg, dem sich nicht leicht einer vorziehen wird, über 1000 andere estimiert, das heißt bewundert worden. Will man die hohe Wertschätzung Johann Pachelbels, eines Organisten, den die Zeitgenossen schon mal als den In- und Ausbund aller Organisten zu bezeichnen pflegten, für Johann Christoph Bach im Detail überprüfen, wird man enttäuscht. Denn neben der anfangs erklungenen Aria Eberliana, einem umfangreichen und fantasievollen Variationswerk für Cembalo, und 2 weiteren Variationsfolgen hat sich kein Orgelwerk erhalten, das sich mit letzter Sicherheit dem Eisenacher Bach zuweisen lässt. Zwar kursieren einige Werke, die einem J.C. Bach oder explizit einem Johann Christoph zugeschrieben sind, hier kommen aber stets eine Handvoll weitere Träger dieses Namens als Autoren in Frage. Doch Pachelbels außergewöhnliche Wertschätzung für Johann Christoph Bach findet in den wenigen erhaltenen Vokalwerken ihre eindrucksvolle Bestätigung. Besonders ins Auge fallen hier 2 Lamenti, die der Eisenacher Bach bereits in den 1670er Jahren komponierte, namentlich eines für Altus, Violine und Gambenkonsort. Es trägt den Titel »Ach, die ich Wassers gnug hätte«. Die Kompilation von Versen aus den Klageliedern Jeremiä und dem 38. Psalm ergibt schon rein textlich einen ergreifenden Klagegesang.
Doch Christoph Bachs Vertonung im archaischen, phrygischen Modus und die kühnen Modulationen und Harmonien verleihen den bildgewaltigen alttestamentarischen Worten ein atemberaubendes Gewicht. Ja, die Wirkung beider Lamenti ist derart bemerkenswert und ihre Gestalt derart einzigartig, dass es schwer fällt, für beide Stücke eine Tradition zu benennen. Sie scheinen wie aus der Zeit gefallen. Kein Wunder also, dass Emanuel Bach, das selbsternannte Originalgenie, angesichts solch bemerkenswerter Individualität zu dem Schluss gelangen musste. Johann Christoph war der große, ausdrückende Komponist der Bach-Familie. Emanuel Bachs Begeisterung für die Musik seines Eisenacher Vorfahren schloss ausdrücklich eine weitere, völlig andersartige Komposition in sich ein. Es ist besonders ein Kirchenstück von ihm merkwürdig, das ohne der reinsten Harmonie einigen Eintrag zu tun mit 22 obligaten Stimmen gesetzt ist. Bei dem in Rede stehenden Stück handelt es sich um ein geistliches Konzert auf den Michaelistag, in dem Christoph Bach den siegreichen Kampf des Erzengels Michael und seiner Heerscharen mit dem Drachen klangprächtig in Szene setzt. Das packende Schlachtengemälde wächst vom anfänglichen Wechselgesang zweier Bässe schnell zu einem wahrhaft himmlischen Klanggetümmel mehrerer Chöre an und ist dabei voll von überraschenden Wendungen und intrikater Satzführung. Auch Emanuel Bachs Vater Johann Sebastian war von diesem Werk enorm beeindruckt. Nicht allein, dass der Thomaskantor in seiner eigenen Kantate über diesen Text deutliche Anklänge an das Werk seines Großonkels bietet, nein, seine Faszination für den Eisenacher Bach war sogar derart ausgeprägt, dass er dessen Michaelisstück in Leipzig zur Aufführung brachte, übrigens ganz zum Erstaunen der Zuhörer, wie Emanuel später zu berichten wusste, als er dem ersten Bach-Biografen Johann Nikolaus Förkel 1775 eine kleine Auswahl seiner sorgsam behüteten älteren Bachianer zukommen ließ. Ich habe das Vergnügen, Ihnen etwas aus meinem alten bachischen Archive zu überschicken, nämlich zwei Stücke von dem braven Johann Christoph. Ich bitte Sie, sie mir gelegentlich und gut konserviert, weil sie doch etwas mürbe sind, wiederzuschicken. Das 22-stimmige Michaeliskonzert ist ein Meisterstück. Mein seliger Vater hat es einmal in Leipzig in der Kirche aufgeführt. Alle waren über den Effekt erstaunt. Thank you.
Hinter jenem altbachischen Archiv, das Immanuel Bach gegenüber Forkel erwähnt, verbirgt sich eine Kollektion von Manuskripten und Werken der älteren Bach-Familie, die offenbar schon von Johann Sebastian Bach in den 1730er Jahren angelegt worden ist. Damals erhält der Thomaskantor im größeren Stil Zugriff auf ältere Materialien aus dem Umfeld der Arnstädter Kirchenmusik, und diese musikalischen Entdeckungen scheint der inzwischen gut 50-jährige Bach zum Anlass genommen zu haben, seinen musikalischen Wurzeln nachzuspüren. Übrigens erzählen manche Werke aus dem bis heute erhaltenen altbachischen Archiv in der Tat ein Stück Familiengeschichte, allen voran der umwerfende Hochzeitsdialog »Meine Freundin, du bist schön«, ein Werk, das wiederum vom Eisenacher Johann Christoph Bach herrührt. Das Stück entstand für eines jener legendären Familienfeste der Bach-Familie, nämlich allem Anschein nach für die 1679 gefeierte Hochzeit von Johann Sebastian Bachs Onkel, seines Zeichens Hof- und Stadtmusikus in Arnstadt und Zwillingsbruder von Johann Sebastian Bachs Vater, dem Eisenacher Stadtpfeifer Johann Ambrosius Bach. Über das enge Verhältnis der Zwillinge heißt es in der Familienchronik: Sie liebten sich aufs Äußerste. Sie sahen sich einander so ähnlich, dass sogar ihre Frauen sie nicht unterscheiden konnten. Sprache, Gesinnung, alles war einerlei. Auch in der Musik waren sie nicht zu unterscheiden. Sie spielten einerlei. Sie dachten ihren Vortrag einerlei. Wenn einer krank war, so war es der andere auch. Kurz, sie starben bald hintereinander. Der Hochzeitsdialog Johann Christoph Bachs bietet uns heute eine Klangprobe der erlesenen Klänge, die bei den Bachschen Familienfeiern die Thüringer Luft zum Schwingen gebracht haben müssen. Im Zentrum des fast 25-minütigen Stückes, das textlich eine Zusammenstellung aus erotischen Passagen des Hohen Lieds Salomos ist, steht der Dialog eines turtelnden, unverheirateten Liebespaars, das voller Vorfreude die bevorstehende Zusammenkunft herbeisehnt. Insbesondere die fast 300-taktige Chaconne, die die künftige Braut auf dem Weg zum Treffpunkt anstimmt und in der sie sich ausmalt, wie das geheime Treffen mit dem Liebsten wohl ablaufen wird, ist von regelrecht überirdischer Schönheit. Mein Freund ist mein und ich bin Auffällig an dem Stück ist eine stets ausgesprochen virtuos agierende Solovioline. Wir haben guten Grund zu der Annahme, dass diese zur Bachschen Hochzeit mit dem Zwillingsbruder des Bräutigams besetzt war, also mit Johann Sebastian Bachs Vater Johann Ambrosius. Nicht nur, dass die einzige erhaltene Abschrift des Stückes eine kalligraphische Reinschrift aus der Feder von Bachs Vater ist, das Stück war Ambrosius sogar so wichtig, dass er den Aufführungsmaterialien einen umfangreichen Kommentar beilegte, in dem er präzis ausführt, was genau sein Eisenacher Cousin Johann Christoph an den entsprechenden Stellen im Stück in Szene gesetzt hat. Und daher erfahren wir auch, dass Johann Christoph in den traumhaften Hochzeitsdialog der beiden Liebenden gleich noch das anstehende kollektive Ehrenmahl und Besäufnis der Hochzeitsgäste hineinkomponiert hat und zuletzt die Danksagung an Gott, den Vater. Jetzt hört man, wie ein Ständchen auf die Gesundheit des Paares gespielet wird. Denn um die Freude zu mehren, hatte man einen Organisten und Musikanten herbeigeholt. Esset meine Liebe, esset meine Freunde. Denn das ist meine Gabe, denn das ist meine Gabe.
wenn man isst und trinkt. 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 Und gut Mut ist. Und gut Mut ist. Esset, meine Lieben, und trinkt. Kein Zweifel. Der Eisenacher Stadtorganist Johann Christoph Bach war die überragende und vielfältigste Komponistengestalt der Bäche, bevor Johann Sebastian den Ruhmeskranz der Familie auf die höchsten Spitzen des Parnassus erheben sollte. Und als solche können wir den Einfluss Johann Christophs auf den jungen Sebastian gar nicht hoch genug einschätzen. Christophs Arbeitsplatz war die Orgel der Eisenacher Georgenkirche. Hier wurde Sebastian am 21. März 1685 getauft. Hier erlebte er während seiner ersten 9 Lebensjahre Sonntag für Sonntag das so beeindruckende Orgelspiel seines Verwandten und musste er als einer der Chorsänger sicherlich auch Werke Johann Christophs singen. Vielleicht war es wiederum Johann Christoph, der 1694, nach dem plötzlichen Tod von Sebastians Eltern, die Linie vorgab und anregte, den jungen, hochbegabten Vollweisen zunächst in die Organistenlehre zu dessen Bruder und später nach Lüneburg zu Georg Böhm zu geben, bevor er selbst schon 1703 starb. Doch wie auch immer der Einfluss Johann Christophs auf den damals noch kleinen, großen Bach im Detail ausgesehen haben mag, seine Werke führen uns eindrucksvoll vor Ohren, dass auch ein Johann Sebastian Bach nicht vom Himmel gefallen ist. Gut möglich, dass wir der faszinierenden Musikerpersönlichkeit Johann Christoph Bach einen wesentlichen Teil jener unbändigen Ambitionen verdanken, die Johann Sebastian Bach in frühester Jugend entwickelte, um in Windeseile selbst ein recht Mirakul von einem Organisten zu werden. Gute Nacht, schlaft wohl. Großen Dank, mach's gut. Dir auch.